So, wartet mal, ich muss mich mal kurz mit Eiswürfeln eindecken. Herrlich. So. Ja, stellt euch einfach vor, ich würde in einer Badewanne mit Eiswürfeln liegen. Ich tue das auch, vielleicht hilft es. Ja. Gehen wir doch da mal hin. Ja. Was liegt denn da rum? Oh, ein Pferd. Gemein. Here's the forest. Now what? Hades told us the dead would point the way. Whoops. They need to be shot down! Now! Der Hund will Brati das umbringt. Lass sie mal machen, die beiden. So, das dauert sonst zu lange. Bist du mal fertig jetzt, oder? So, darauf ein Schluck eisgekühltes Getränk. Ja, das Wort eisgekühlte Getränk fiel mir gerade ein, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen soll. Es ist ein Shake. Es ist ein Beeren-Shake mit Eiswürfeln. Mehr Eiswürfeln als Beeren, auf jeden Fall. Erkundungsgebiet. Dead, but not. What? Was ist hier ihren Hinweisen? Eieieiei. Da hängt wieder so eins. Oh, das war aus Versehen. Hungernd. Ach, das machen wir ganz in Ruhe. Sehr eklig. Who are you? I am Lilera. And you are Brasidas. General. Conqueror. Hero. Hades sent me to find you. So you finally come to reunite me with my love. Charon carried us along the river. But
but we got separated. Bring my love to me, and I'll tell you all I know. Where must I go? Between the sulfuric pools and the village of the condemned, there is a cave. My love lies within. This task is mine. I will go. Mach's gut. Sie zu warm. So, been here long? I'll tell you all, if Vrasida succeeds. What do you mean, if? The weight of the past can be a much heavier burden to carry than we realize. I should go find him. Kannst du da nicht rüberspringen, sag mal? Come on. Geht doch. Also mein Pferd macht es sich aber auch manchmal schwer. Verstehe. Ich lass dich jetzt einfach mal hier. Das kann man ja nicht mit ansehen. This must be the place. Ich hätte vielleicht... Wisst ihr was? Ich speichere mal. Aha, wir waren hier anscheinend auch schon. Irgendwann mal. Geh mal hier lang. This area will be well defended. Ich höre einen Riss. Nix, seht ihr was? Well. Wieso leuchte ich so? Ach, weil ich ja eine Aufwertung bekommen habe. Könnt ihr euch erinnern? Im letzten Let's Play, ich habe irgendein Hüterin-Geheimnis ihr wisst schon. Und jetzt leuchte ich, wenn ich mich heile. Das ist neu. Finde ich gut. Dieser dämliche Schatz. Hier nicht. Nein! Hier bin ich ja irgendwie gekommen.
wichtig. Oh, das Baby geheult. Darf ich gerade wieder raus oder wieso sagt sie das? Ja, das ist. Nee, wer ist das? Ist das mein Hund? Finde Brasi das. Ja, toll. Irgendwie, aber ich. Wieso ist denn der. Wieso hat denn der nicht so ein Fähnchen? Wisst ihr, was ich meine? Hm. Okay. Boah, draußen ist so hell. Ich sehe echt nicht so gut. Der Schleier. Ist noch ein anderen Weg? Ja, ja. Da ist er ja. Na? Es geht ab. You are. What's wrong? What is this place? The cradle of the underworld. Little ones who die too soon are kept here. The dead cannot enter. The dead can't enter, eh? Well, let's see about the living. Extra careful in this area. Vielleicht war das ein Kind, das wir suchen. Also Lilarias, Lilairas Liebling. Ist vielleicht gar kein Mann. Oder gar keine Frau, sondern ein. Gruselig, ne? Auf jeden Fall neu. Habe ich mich noch eingangs über zu wenig Vielfalt im Setting beschwert, bin ich jetzt ganz begeistert.
Away, child of Hephaestus! Ja, so kann man auch auf sich aufmerksam machen. Keine Probleme. Na toll. Habe ich mich gerade wieder angezogen. Geht's noch? Stirb endlich. Ja, ich bin ganz groß da drin, mich selbst in Brand zu stecken. Ist euch auch schon aufgefallen, ne? Wie oft ich mich wohl selber noch anzünde. Ich kann schon nicht mehr sprechen heute. Ach so. Eigentlich wollte ich nicht schwimmen. Where is that crying coming from? Aber echt. Autsch. War ich vielleicht ein bisschen zu neckisch? Alter Lachs. Ah, ich werde sterben. Nein, ich will nicht sterben. Come on. Ach, verdammte Axt. Toleranz. Erkundungsgebiet. Naja, immerhin. Immerhin starte ich bei Brasidas und nicht versuche nach Brasidas. Ist ja auch schon mal was. Ach, und meine ganzen schönen Dinge, die ich eingesammelt hatte. Gemein.
jetzt nicht euer Ernst? Oh, das gibt's doch nicht. Ich raste aus. Ja, ich bin tot. Sehr gut. Na. Gut, meine waren wir noch nicht so weit. Ja, ich glaube, das kann noch eine Weile dauern. Ich habe einfach keine Ruhe heute. Ich weiß auch nicht. Ich versuche es jetzt nicht persönlich zu nehmen. Und nochmal. Ich werde jetzt einfach immer, wenn ich kann, speichern. Vielleicht hilft das ja. Hier zum Beispiel. Nee, geht natürlich nicht. Natürlich nicht. Könnte ich nur denken, dass es gehen würde. Besonders tot. Ach doch, jetzt schon. Aber ihr habt es auch gesehen, oder? Deine Lebensleiste, meine ich. Toll. Ernsthaft jetzt. Ich stehe wieder in der Fackel. Soweit, so gut. Jetzt nicht wieder drauf gehen. Schlagend, wie sie mal waren. Das ärgert mich. Bitte.
einer weniger. Nee, das mache ich nicht. Warte, bis er hochkommt. Brav. Ich will ja hier nicht nochmal drauf gehen. Peinlich genug. Guck mal, das scheint dem nichts auszumachen. Naja, nee, nichts. Hast du gesehen? Komisch, ne? Weil hier so normale Feuerpfeile. Also, wenn ich ihn dann erwische. Da, die kriegt er ab. Ziemlich. Wiege der Unterwelt heißt es ja auch. Baby's Urn. Her love was her child. Wow, sag ich doch. Mein. Guck mal da oben ab, überall. Tja, ich hatte irgendwie gedacht. Aber hofft, wir finden es am Stück. Sorry. Ja, es muss so sein. War das da vorhin auch schon? Bin noch hierher gekommen. Ach, was weiß ich. Als wüsste ich das noch. Sag doch, die waren da vorhin noch nicht. Ich bin hierher gekommen, aber... Gemeines Viech. Stirb. Sowieso keinen Weg merken. Und wenn sie dann auch noch alles ändern in meiner Abwesenheit. Ja, lass das. Da runter. Noch mehr. Okay. Mach doch gar nichts. Geht's einfach? Er wird schon mitkommen, oder wie?
Ja, da ist er. Brasidas! After! We need to get out of this cave first! Just like all times, eh, Brasidas? How I missed this! Kann man denn das vermissen? Wir schaffen das noch. Na, jetzt aber. And what did you find? Ashes. Her love was her baby. Why would Hades have you returned the ashes of a woman's child? I don't know. Oh Gott, ob dies nicht seins. Ja, das Gift. Ich erinnere mich. Meine Güte, das ist aber auch ein tödliches Gebiet hier. Kein Wunder, dass Pegasus da nicht lang wollte. So. Ey, ich bin doch heute nur am... Was denn anonym? Ich versuche hier zu überleben. Langt's auch. Wo ist eigentlich mein Hund? Toll. Hä? Was ist denn jetzt? Verstehe ich nicht. Ich denke, das waren noch 40 Meter. Bin ich jetzt bekloppt? Please. I know you've suffered. Still suffer. Tell me what happened and we'll leave you alone.
We were a quiet village before the Spartans came. My husband was no warrior. Hübsch. He looked Athenian. Our land was occupied by Athens. Our men were fleeced, supplied with armor and weapons in case of invasion. We never thought that they would come. When the battle was over, Spartans flooded the village, drunk on victory and blood. They torched our homes. Your husband attacked me in the street. He was protecting his people, his family. But Brasitas butchered my husband. And when I tried to protect him, he tossed me aside. My love didn't survive the fall. I didn't know. And so we named him Brasidas the Butcher. He massacred my people and took everything from me. I found my husband's sword and ended the pain. Is this true? I don't know what happened. Tja, ist ja nicht der Einzige, wa? War is chaos. If you want to point fingers, point them at Ares. The god of war didn't run his sword through my husband. Then throw me and my child to the ground. Brasidas the Butcher did. Come, Brasidas. There is nothing more to be done here. Tja. Honor them. Still feel you deserve to walk the fields of paradise, Butcher? Don't call him that. Please. Why not? That woman's entire village does. What's left of it, anyways? You Spartans really know how to torture a village. You never answered my question. Say the word, and Elysium is yours. Help me, Cassandra. I don't know what to do. Ach komm. Brasidas, you were a friend like no other. You lived and died with honor to the gods and to Sparta. And you kept all your oaths to me. If anyone deserves to walk the fields of Elysium, it's you. I want to stay. I don't belong in Elysium. It is for the honorable. But after everything that's happened, you've made me realize I've lost my honor. I've lost my place in paradise. Is this your final decision? Excellent. And I have just the task for you. The cradle is now open to you, Brasidas. You will spend eternity reuniting families separated by war. Do you accept this fate? I do. Good. Now, say goodbye. Thank you for everything you've done for this old warrior. Thank you for being a friend. Goodbye, Brasidas. It was good to see you. Tja. You knew he would stay all along, didn't you? I had a feeling. Want to know a fate worse than death?
An eternity without toys. Da ist Aquaman wieder. There is nothing more predictable than an honorable Spartan. Werde ich jetzt mal speichern? Das ist ja schon ein ziemlich langes Let's Play geworden. Yay! Stufe 74. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch im nächsten Let's Play.